Hallo alle zusammen, heute, ihr habt es ja gesehen, gibt es mal was ganz anderes. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch in der Gegend ist, aber bei mir in der Gegend sind alle krank. Also egal, wo man hinhört. Ja, und deswegen gibt es heute Hustensaft. Und zwar, ich habe hier einmal schon Zwiebeln drin, die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Dazu kommt einmal Wasser. Und dann könnt ihr einfach das so mit dazugeben. Wir brauchen getrockneten Thymian und Fenchelsamen. Das habe ich hier drin. Ich habe mir jetzt einfach hier so Teebeutel, weil ich die da hatte, genommen, habe mir die jetzt zugenäht. Ihr könnt es auch so mit reingeben. Ihr müsst es halt nur danach wieder raussieben. Durch den Kaffeefilter oder durch ein Geschirrhandtuch. Ich habe jetzt halt gedacht, weil ich diese Beutelchen dann noch da hatte, nehme ich die jetzt einfach. Ein Tee-Ei wird wahrscheinlich nicht ausreichen, denke ich mal, es wird ein bisschen knapp, weil ja, weil es zu eng wird. Dann machen wir das Ganze mal an. Das soll jetzt nämlich 10 Minuten köcheln und dann ist es wichtig, dass es abkühlt und zwar so auf 40 Grad oder unter 40 Grad. Also lasst es am besten richtig schön abkühlen, denn dann kommt noch Honig dazu, aber wenn die Temperatur von der Sache noch zu heiß ist, dann werden die Sachen im Honig sind dann nicht mehr, wie sagt man, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Auf jeden Fall muss es halt abgekühlt sein, damit der Honig seine Wirkung noch hat. Genau. Aber das steht auch alles unter dem Video in der Infobox. Aber wie gesagt, eine einfache, schnelle Sache. 10 Minuten geht es köcheln lassen, abkühlen lassen, dann siebe ich das auch durch ein dünnes Sieb. Und dann ja, kommt noch der Honig dazu. Und das Ganze ist im Kühlschrank, wenn man es mal offen hatte, so 2 Wochen haltbar. Dann sollte es leer sein oder ja, dann halt sonst zur Not wegschmeißen. Aber ansonsten könnt ihr das auch im Vorrat machen oder wenn ihr es verschenken wollt. Und wenn es dunkel, geschlossen, gelagert ist, also mit irgendwas gut verschließbarem, dann hält es schon ein paar Monate. Aber halt, wenn es einmal aufgemacht ist, dann soll es im Kühlschrank nach 2 Wochen aufgebraucht sein. So, bei mir ist das Ganze jetzt abgesiebt und abgekühlt. Und jetzt kommt einfach der Honig mit dazu. Und dann haben wir auch schon unseren selbstgemachten Hustensaft. So, also ich habe schon mal probiert, das schmeckt super lecker. Also falls die Frage kommt bezüglich Kindern, also ich glaube nicht, dass ein Kind da schreiend wegrennt. Oder wenn da nur wenige, weil das ist durch den Honig so süß. Also ich könnte das jetzt so als Tee auch trinken. Es ist nicht scharf oder irgendwie, also überhaupt nicht. Deswegen glaube ich, dass das überhaupt kein Problem sein sollte, den Kindern das zu geben. Was ich eigentlich anfangs vom Video noch sagen wollte, das hatte ich jetzt vergessen. Deswegen nochmal im Nachhinein, also zur Vorbeugung, kann ich nach wie vor immer noch dieses hier, was ich von Lidl ja habe, empfehlen. Da ist drin Apfel, Ingwer, Zitrone. Und ich tue das mir einfach immer so als Shot trinken. Und ich muss halt wirklich sagen, seit ich das mache, stecke ich mich nicht mehr schnell an. Oder wenn, dann kriege ich zum Beispiel, jetzt habe ich ja auch leicht Husten, aber ich kann es wirklich stoppen. Und das konnte ich, bevor ich das täglich genommen habe, konnte ich das nicht. Da, wenn ich mich einmal angesteckt habe, weil ich ja mit kleinen Kindern zusammenarbeite, dann hat es mich immer richtig hingelegt und deswegen kann ich das zur Vorbeugung nur empfehlen. Aber wenn es dann halt so weit ist, dann, weil das zum Beispiel ist halt für Kinder jetzt nichts, weil es halt zu scharf ist durch Ingwer. Also ich glaube, da würden die meisten sagen, oh nee, das brennt, das ist scharf. Und ich finde das ja gerade angenehm, weil man, wenn man Halsweh hat, dann fühlt sich das so an, als ob gerade alles abgetötet wird durch das leichte Brennen. Aber das ist auf jeden Fall super lecker. Ich schreibe auch noch in die Infobox dann rein, was da empfohlen wird für Erwachsene.
pro Tag zu sich zu nehmen und für Kinder. Das könnt ihr dann alles in der Infobox noch euch durchlesen. Und ja, deswegen, wenn ihr erkältet seid, macht's nach. Es ist beruhigend auf jeden Fall und ja, soll halt dem Husten helfen. Okay, dann wünsche ich allen Kranken gute Besserung. Tschüss!